put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. So, jetzt kommen wir zum berühmt-berüchtigten Chirac. Also zumindest zum Parkplatz, zum Chirac selbst vermutlich nicht. Aber der Parkplatz ist auch schon mal gut. Der kostet 300 Kronen, das sind 30 Euro den Tag. Und von hier aus kann man diese 3 Stunden Wanderung antreten. Lieber Ulrich Hennig, du hast ja als Kommentar berechtigterweise aufgeschrieben, dass ich eine Abfahrt versprochen habe, aber die Bilder da nicht geliefert. Deswegen widme ich dir jetzt diese Abfahrt herunter nach Lüsebotten. Ich glaube, es sind 27 Kehren und es ist viel spektakulärer. Viel Spaß dabei! Gefällt dir das bisher? Aber keine Sorge, jetzt geht's erst richtig los. When I'm sleeping with someone new, I just close my eyes and think of you. Don't wanna be strangers. Let me feel like you know what to do. Leave your limitations, live and go against them. Just let go and start up something new. Cause I know that what you planned out, everything that you built up, isn't what you want.
And I know the life you're living isn't that fulfilling. Let me help you out. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. So, lieber Uli, mir fällt der linke Arm ab, aber dafür ist die Abfahrt komplett drauf. Und zum Schluss der schönste Fjord für mich, den Norwegen zu bieten hat. Ja, wir sind jetzt hier am Lysefjord angekommen. Und hier ist oberhalb des Lysefjords eine schöne Aussichtsstelle. Und da kann man den Fjord wunderbar sehen. Ja, für mich ist das ja mein absoluter Lieblingsfjord, der Lysefjord. Zwei Norwegen bekannte Highlights befinden sich an diesem Fjord bzw. an den Felsen rechts und links. Da wäre einerseits diese Kugel, die zwischen so zwei Felsen steckt, Kjerag. Das ist gleich hier auf der Seite. Und einige Kilometer weiter, etwa 20 Kilometer von hier, dann auch der Preikestolen, die Felskanzel, auch am Lysefjord. Ja, wir haben einen wunderbaren Stellplatz hier gefunden im Örtchen Lysebotten. Lysebotten, das ist hier der Beginn oder das Ende. River's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone.
von Lüsebotten über diese Höhenzüge hier hin nach Sinnis haben wir einen kleinen Halt eingelegt an einem wunderbaren Stellplatz und machen hier eine kleine Wanderung. Und der Winter ist ausgebrochen. Das macht die Sache aber sehr spannend irgendwie. Diesen Wanderpfad geht's herunter über diese stabile Brücke. Und das ist der Nordsee-Ostsee-Kanal. Nee, das ist ein natürliches Bächlein. Ja. Nicht zu vergessen, es schneit. Aber wir haben Mitte Oktober. Und gefroren hat es auch in den letzten Tagen, wie man hier eindrucksvoll sehen kann. Denn das ist Eis. Und da sind wir an einer der für Norwegen so typischen Wanderhütten, die hier mitten im Fjell aufgebaut sind, angelangt. Wir können da nicht. Die Besenkammer. Stockbetten. Noch zwei Stockbetten. Wow. Wirklich schön hier. Eine obere Etage gibt es auch. Teller, Gläser, Tassen, Thermoskannen, der Gasherd, eine schöne Eckbank. Oh, und wer hier schläft? Ein Doppelbett mit Kamin und ausreichend viel Holz, Decken dort. Oh. Ein Traum ist es hier. Also diese Hütten hier, das ist ja in Norwegen ein Volkssport. Wenn man also Mitglied ist hier in dem norwegischen Wanderverein, dann darf man die kostenlos nutzen. Sehr gemütlich ist es da drin, kann ich mir gut vorstellen, dass nach einer Wanderung hier durch das Fjell der Aufenthalt vor dem Feuer in dem Doppelbett in dieser schönen Hütte ein echter Traum ist. Vielleicht wäre das was für Heiligabend, oder?
typisch wir haben unsere Wanderstöcke natürlich mit nach Norwegen genommen. Da haben wir dran gedacht. Aber wo liegen sie jetzt? Richtig, im Wohnmobil. Da liegen sie gut, sind schön beheizt und warm, während wir uns hier in dieser unwegsamen Gegend wirklich einen abkraxeln. Aber das ist auch gleich der Wendepunkt unserer heutigen Tour. Ab jetzt geht's über den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurück in diese Richtung. Hier über diese Brücke hier, der war wirklich spannend, weil die Bretter sind total lose. Aber geschafft. Da sind wir zurück von unserer Wanderung. 2 Stunden 12 Minuten. Aber die Distanz waren jetzt 5 Kilometer. Aber so ist es halt, über Stock und Stein. Es regnet inzwischen heftig. Wir sind ja auch nicht alleine, der einzige Kasten. Und den Hund haben wir hier mit der Außendusche bearbeitet. Lohnenswerte Geschichte. Ich werde aber hier auf eine Außendusche verzichten. Ich bin nass genug. Ich dusche lieber drin. Einen schönen guten Morgen zusammen. Wochenend ist Freitag, der 15.10. Das im Hintergrund ist der Leuchtturm von Lindesnes. Lindesnes für. Und gleichzeitig markiert das hier das Südkap. Das heißt den südlichsten Punkt Norwegens. Und da gehen wir jetzt mal hoch. 80 Kronen pro Person, also 8 Euro. Geht es jetzt hier diese Treppe hoch? Zum Leuchtturm. Die Sonne scheint heute und man sieht nichts trotz Sonnenbrille. Da ist jetzt also die südlichste Spitze in Norwegen. Eine gute Gelegenheit, um einen Kommentar abzugeben über das gegenläufige Ziel, das Nordkap. Alle möglichen Norwegen-Reisenden treibt es da hoch. Der weite Weg da hoch ist unfassbar
mühselig, gerade mit dem Wohnmobil in den kurvigen Straßen, nur sehr langsam vorwärts kommt. Viele verbringen also die meiste Zeit ihres Urlaubs dann im Auto, um letztendlich oben das Nordkap zu erreichen, welches außergewöhnlich häufig in Dunst und Nebel und schlechtem Wetter liegt. In Norwegen beginnt der Winter jetzt bald, Ende Oktober, Anfang November. Die Nächte sind lang und die Temperaturen, gerade in den nördlichen Regionen, sind eine echte Herausforderung. Und dann ist das letzte Stück, die 15 Kilometer in Richtung Nordkap, auch häufig wetterbedingt einfach geschlossen. Das heißt, das Südkap ist eigentlich viel schöner. Und dann diese beeindruckende Aussicht hier aufs Meer. Ist selbstredend, dass das Wetter hier am Südkap immer sonnig ist. Klar, es ist immer sehr, sehr windig hier. Das muss man auch wissen. Und hier unten der Parkplatz fungiert gleichzeitig als Wohnmobilstellplatz. Das heißt, man kann hier ganz offiziell übernachten. So, und jetzt geht's einmal in den Leuchtturm hinein. Ich hoffe, man kann überhaupt was verstehen bei dem starken Wind. Aber hier drinnen wird es besser. Mal ein bisschen heller machen. So, eine steile Treppe, schön in Rot lackiert. Dann gehe ich jetzt mal mit euch hoch. Ihr seht, ich lasse meine Sonnenbrille nicht mehr aus den Augen. So, ein kleiner Zwischenhalt mit Fotos von ganz verschiedenen Leuchttürmen. Vermutlich alle in Norwegen. Und weiter geht's. Jetzt wird's richtig steil. Aber das schaffen wir schon. Einhändig. So. Ah ja. Okay, ich nehme an, fantastische Aussicht hier oben. Ganz klasse. Das ist wirklich begeisternd hier, dieser Leuchtturm in Ferrari-Rot. Wunderschöner Leuchtturm.